Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoreihe 10 Meilensteine des Jazz. Diese Produktion zum Schwerpunktthema Jazz im Rahmen des Abiturs Baden-Württemberg wird mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg sowie der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg erstellt. Wir als Band in the Bigs lieben die Tradition des Jazz, über 100 Jahre Jazzgeschichte, Interpreten, Komponisten, aber auch Epochen. Einzelne Alben, die man wunderbar auf die Bühne bringen kann und zum Leben erwecken. Jazz ist improvisierte Musik und dieses ermöglicht uns immer wieder, uns persönlich auszudrücken und unsere Versionen von dieser wunderbaren Musik und ihren ganzen Facetten aufzunehmen. Wir erleben tolle Abende mit unserem Publikum und jeder Abend ist ein anderer. Gerade haben wir das Stück I Got Rhythm von George Gershwin gehört. Ein bisschen an die 1957 entstandene Version von Ella Fitzgerald angelehnt, in der sie mit einer Big Band singt und scattert. Das Stück wurde 1930 von George Gershwin für das Musical Girl Crazy komponiert. George Gershwin hat gleichzeitig mit diesem Stück ein Akkordschema etabliert namens Rhythm Changes. Und diese Rhythm Changes haben sich bis heute gehalten und es wurden unzählige Melodien drüber geschrieben. George Gershwin war eigentlich ein klassischer Komponist, besonders bekannt natürlich seine Oper Porgy und Bess. Er hat stets die Brücke zum Jazz gesucht als klassischer Komponist, aber auch Jazzkomponisten wie zum Beispiel Duke Ellington in seinem Spätwerk, der dann für Sinfonieorchester und klassische Klangkörper geschrieben hat, haben sich hier die Grenzen verschoben in einer ganz, ganz positiven Art und Weise. George Gershwin war für mich einer der wichtigsten Komponisten für die moderne Zeit, in der ich mich sehe und in der wir uns sehen, wo die Grenzen zwischen klassischer Musik und Jazz eigentlich überhaupt nicht mehr da sein sollten. I Got Rhythm oder im Allgemeinen die Rhythm Changes, also das Akkordschema von I Got Rhythm, sind ein Vehikel für viele Jazz-Kompositionen, die auf diesem Akkordschema basieren. Aber nicht nur die gesamte Form wurde benutzt, sondern der sogenannte Turnaround kommt eigentlich in jedem Standard am Ende der Form oder am Ende eines Teiles oder auf jeden Fall sehr oft vor. Das ist also 1, 6, 2, und das sind die ersten vier Takte des A-Teils. Und die zweiten vier Takte, die kommen ganz oft in der Swingmusik vor allen Dingen auch am Ende einer Form vor. Der Mittelteil wird auf verschiedenste Arten harmonisiert, reharmonisiert. Also grundsätzlich sind es Dominanten, die sich aneinander reihen. Es geht los. Oder man kann eine 2 davor setzen. Oder, also es gibt 1000 Möglichkeiten. Da wurde jetzt quasi ein Tritonussubstitut eingeschoben im zweiten Takt. Also.
Und ja, also man kann sich da wahnsinnig austoben. Übrigens auch in den A-Teilen kann ich noch sagen, bei den zweiten vier Takten kann man entweder eine Bassbewegung nach oben oder nach unten machen. Also oder? Rhythm changes. Ella Fitzgerald lebte von 1917 bis 1996. Sie wurde bei einem Talentwettbewerb entdeckt. Eigentlich wollte sie als Stepptänzerin auftreten und entschloss sich dann kurzfristig um und sang. Die Menschen waren begeistert. Chick Webb, der im Publikum war, ein Big Band Leader dieser Zeit, entdeckte sie und sorgte dafür, dass sie in seiner Band die Sängerin wurde und ermöglichte ihr so die ersten Erfolge. Mit A Tisket, A Tasket, A Tisket, A Tasket, I lost my yellow basket, wurde Ellas Durchbruch besiegelt. Ein Kinderlied, süß, swingend, aber der Anfang einer 7 Jahrzehnte währenden Karriere. Ella Fitzgerald war ein Workaholic. Workaholic des Skatgesangs wurde sie genannt. Skatgesang deswegen, weil sie sich mit ihrer Virtuosität schon sehr bald für lieber Skatten als Texte singen entschieden hatte. Skatgesang bedeutet, man singt Silben, Wortfragmente und ahmt Instrumente nach. Ella war ein Genie darin und sie liebte es, zu skatten und andere Songs in ihren Soli zu zitieren. Es gibt eine legendäre Aufnahme von How High the Moon 1960 in Berlin. Dort flechtet Ella 40 Songs in ihr Solo ein. Das Solo dauert 5 Minuten, man muss es sich unbedingt anhören. Ella Fitzgerald hatte immer eine große Freude, sich von Musik zu umgeben, nachzuahmen, zu improvisieren, wahrscheinlich auch ganz schön viel Quatsch zu machen. So konnte sie kompensieren, dass sie eigentlich gar keine Noten lesen konnte. Wunderbar. Ich kann es nur jedem empfehlen. Umgebt euch mit Musik und singt, singt, singt. Denn sie und ihre Art und Weise, mit Musik umzugehen, ist bis heute für uns Jazzsängerinnen große Inspiration und Vorbild. Ella Fitzgerald, First Lady of Song. Das selbstgesteckte Ziel, welches ich mir vorgenommen habe beim Arrangieren von I Got Rhythm, ist ein musikalisches Feuerwerk. Große musikalische Kontraste, sowohl in der Dynamik als auch in der Instrumentierung. Es fängt also an mit einem Stride Piano, mit einer Stride Piano Einleitung und geht dann in so einen Teil über, der erstmal bläserdominiert ist. Dann kommt im Verlaufe des ersten Drittels ein Teil, wo die Rhythmusgruppe im Grunde genommen dieses schnelle Tempo, in dem das Ganze steht, weiterspielt und die Bläser spielen so quasi doppelt so langsame Bläsersätze drüber. Das nennt sich dann Halftime. Das ist ein sehr interessanter Effekt, finde ich. Und als ich so am Arrangieren war, ist mir irgendwie aus heiterem Himmel ein anderes Stück eingefallen, was mit Rhythm Changes gar nichts zu tun hat. Und zwar Joshua von Victor Feldman. Ein Stück, was Miles Davis sehr oft gespielt hat mit seiner Band. Und dann beschloss ich, dieses Stück einzubauen. Thematisch und harmonisch zu integrieren. Und ansonsten lebt dieses Stück, dieses Arrangement davon, dass man wirklich Cold Cuts hat. Also viel Spaß beim Anhören von I Got Rhythm. Thank you.